Oh, moinsen, ihr Füchse und Füchsinnen da draußen. Ich bin euer Blaufuchs und begrüße euch wieder recht herzlich zurück zu Pokémon Strahlender Diamant. Wir sind momentan immer noch dabei, gegen die Top 4 zu kämpfen und sind jetzt beim nächsten, und zwar dem guten Ignaz, wenn ich mich recht einlese hier. Und ja, das ist der Feuertyp. Hey Trainer, ich konnte es kaum erwarten, dass du endlich hier auftauchst. Ich habe gehört, was du in Sonneweg mit Volkner gemacht hast. Du hast dein Feuer fürs Kämpfen wieder entfacht. Daher brenne ich darauf, dir endlich im Kampf begegnen zu können. So, Ignaz, dann Mantau. Schauen wir mal, ob wir das schaffen. Wir werden so weggebumst. Galoppa, das ist nice. Das ist ein guter Start. Damit können wir arbeiten. Damit können wir arbeiten. Okay. Ja, ich habe jetzt gerade keine Zeit zum Spielen. Bailey würde gerne mit dir spielen. Süß, aber ist gerade schwierig. Deswegen, ja, ich würde tatsächlich sagen, wir hauen einen Nassschweif rein. Ja, komm. Hypnose, ist es jetzt dein fucking Ernst? Das darf nicht wahr sein, jetzt pennen wir. Geil, geil, geil. Danke dir. Okay, er ist wieder aufgewacht. Nassschweif. Schon wieder Hypnose. Oh Mann. Mal sehen, ob es wieder aufwacht. Komm schon, wach wieder auf. Geil. Es schläft. Auf Wecker. Kampf geht schon mal geil los, ne? So, Galoppa, kannst du noch was anderes als Hypnose? Machen wir jetzt einfach die ganze Zeit weiter? Gifthieb. Alter, leck mich am Arsch. Du kriegst die Tür nicht zu, oder? Okay, pass auf. Du machst jetzt doch mal eine Hydropumpe, okay? Wir müssen nämlich hier vorankommen. Hey, der Witzka, los, Hydropumpe. Mach es fertig, One-Hit bitte. Zack, in die Fresse. Sehr gut. Okay, nice. Okay. Heftige Scheiße. Wer kommt jetzt? Stalos ein. So, mal sehen. Warte, Stalos muss ich gucken. Stalos ist Stahl und Boden. Was gegen Stahl denn noch so geil? Kampf ist auch gut. Und Wasser? Wasser ist nicht... Ja. Ich probiere mal mein Glück, okay? Wir kämpfen jetzt erstmal. Ich kämpfe erstmal weiter. Ich hau mal eben so einen Hypertrank rein. Und da gucken wir mal, okay? Schauen wir mal, womit es so. Donnerzahn. Oh, Scheißdreck. Okay, das ist scheiße gelaufen. Damit habe ich nicht gerechnet. Pokémon wechseln. Rex Bizarre. Stahl. Warte, was ist noch gut gegen Stahlkampf? Ah, nee, Staraport auch wieder kacke. Oh mein Gott, Alter. Hier. Wir machen schön Feuersturm. Komm, Twilly, du bist dran. Alter, ich bin nur am Leiden in dieser Runde. Nur am Leiden. Ich sag's euch. So, komm. Okay, okay, okay. Twilly, komm schon. Jetzt machst du mal schön einen Feuersturm. Der muss auch treffen. Sehr schön. Stalos weggemeddelt. So lobe ich mir das. Okay. Was kommt jetzt? Flappohr. Scheiße, das ist normal. Ja, da wechseln wir auf Staraptor und hauen den Nahkampf rein. Okay, 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 okay. Okay, let's go. Get your things and go.
Nee. Nahkampf. Turmkick. Haha, geilo, komm. Oh, das hat noch wehgetan. Geil, so muss das passieren. Und jetzt schön Nahkampf hinterher, dann ist das Vieh auch weg. Geil, okay, das war gut. Das kann ja auch mal gut laufen, ja? Man kann auch Glück haben, ne? So, was kommt jetzt? Wie, das Vieh lebt noch? Ne, ich wollte gerade sagen, da braucht doch keine Verteidigung mehr singen. Das Ding ist eh hinüber, ne? So, sehr schön. Okay. Driftzepli, das war irgendwie Geistflug. Da könnten wir Elektro nehmen. Da geht so ziemlich alles. Ja, aber weil das Flug ist, nehmen wir echt tatsächlich Kero. Dann kommt da schön ein bisschen was rein, weißt du? Ehre. Driftzepli. Driftzeppeli. Okay, pass auf. Wie wär's denn mit so einem entspannten? Donner ist natürlich geil. Ich versuch mal mein Glück. Vielleicht trifft's diesmal sofort. Irrlicht. Keine Ahnung, was das macht. Au. Wir brennen. Toll. Geil. Komm, mach einen Donner. Bitte, bitte, bitte. Ja! Geil. Es kann auch mal klappen. Okay, nice. Den bumsen wir jetzt mal weg. Jetzt bumsen wir mal zurück, weißt du? Schön ist das. So lobe ich mir das. Wir müssen auch mal bumsen. Ja? Okay, Onyx erreicht Level 61. Alle noch am Leben, noch niemand besiegt. Das sieht bis jetzt echt gut aus. Wir brennen ein bisschen, aber das kann man aushalten. Okay. Wer kommt jetzt? Panferno ein. Panferno, Panferno. Feuerkampf. Wasser wäre da wieder gut. Flug wäre da gut. Pokémon wechseln. Wir könnten nochmal wieder... Ah, sieht mir zu krass aus. Machen wir Staraptor, machen Aeroass. Komm, das geht schon. Darf uns nur nicht verbrennen, das Vieh. Ich kann deine Entschlossenheit fühlen. Dein Wille ist überwältigend. Dankeschön. Der Affe, oder nicht, ne? Ja. Der Feueraffe. Die Haare sehen cool aus. Tatsächlich, von den ganzen Entwicklungen ist das echt der coolste. Tatsächlich, also... Hätte man den doch wirklich nehmen können. Ohne Scheiß. Donnerschlag. Oh, Scheißdreck. Damit habe ich jetzt echt nicht gerechnet. Aber egal, jetzt müssen wir durch. Komm. Und auch noch ein Volltreffer. Richtig zerbumst. Aeroass, komm. Dass die alle Donner können, die Jungs und Mädels hier. Was ist los? Die Situation spitzt sich zu. Ich bin gespannt wie ein Flitzebogen. Mal sehen. Kriegen wir vielleicht einen Aeroass vor ihm hin? Komm schon, komm schon, komm schon. Tempohieb. Ah, oh nein. Ich dachte, es überlebt es vielleicht. Okay, 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 okay. Was machen wir denn jetzt? Ihr könnt mit Kero nochmal reinmeddeln. Einfach ein Knirscher, komm. Wir machen mit Gewalt. Wir machen Gewalt. Okay? Manchmal muss man auch einfach mal mit Gewalt arbeiten. Ist nicht das Cleverste, aber egal. Okay, komm. Knirscher da mal rein. Nahkampf, Bombs. Ja, wird uns schon nicht umbringen. Siehst du wohl. Hau doch hübsche Öhrchen und so. Wenn es halt kein Affe wäre, fände ich den schon ganz cool. Einmal reinknirschern hier. Okay, das ist nicht sehr effektiv. Mist. Habe ich nicht mitgerechnet, dass das so überhaupt gar keinen Schaden macht. Das ist okay. Kero, versuch's mal bitte nochmal mit dem Funkensprung. Vielleicht regelt das den Rest. Oh, Top-Genesung. Ich flippe aus. Scheißdreck. Oh, das juckt aber jetzt. Okay, warte. Wir schaffen das schon. Oh, wir versuchen es mal mit der Gewalt, ne? Okay, pass auf, dann machen wir jetzt Hypertrank. Einmal bei Boyelin. Okay. Schön überleben, so ist es fein. Okay, 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 okay. Oh. Nochmal einen Hypertrank einsetzen für... Staraptor ist schon im Einmal. Gut, der wird ja eh wieder one-hitted. Machen wir noch... Twilly könnte das auch aushalten, tatsächlich. Und Böhlin.
Okay. Mit Böjolin, wenn wir gleich. Okay, na komm. Ich heile erstmal so durch, weißt du, die anderen, und dann hoffen wir das Beste. Auch hier nochmal einen Hypertrank. Mit Twilly, und dann hoffen wir das Beste. Da muss einfach mit Gewalt durchgeeiert werden, okay? Das ist jetzt der Trick. So, er ist durch, okay. Danke für dein Aushalten, Kero. Du hast dem anderen es ermöglicht zu überleben. Okay. Keine schöne Strategie. Ich mag das nicht, wenn man einen opfern muss. So, dann würde ich sagen, starten wir mit Böjolin und hauen einfach mal eine Hydropumpe rein, in der Hoffnung, dass es läuft. Wenn er nicht wieder seinen Elektrozahn direkt reinmeddelt, könnte das ein One-Hit werden. Komm schon, triff mit der Hydropumpe, triff. Donnerschlag, scheiße. Nicht One-Hitten, danke, geil. Geil, 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 geil. Könnte klappen, könnte klappen. Sehr gut, das hat funktioniert. Alter, das war auch wieder ein Kampf, ey. Nice, aber. Wir sahen erst richtig gut aus und dann wird's aber doch ganz schön knapp, ne? So, Böjolin erreicht Level 62. Twilight erreicht Level 63. Twilight versucht, Flammenblitz zu erlernen. Klingt geil. Flammenblitz 120-100. Anwender erhöht sich in Flammen und stürmt auf das Ziel zu, das dadurch eventuell Verbrennung erleidet. Anwender nimmt selbst großen Schaden. Und nichts für mich. Ja, ich bin mir sicher. Das kannst du so als letzte, wir sind eh gleich tot, Attacke kannst du das machen, ne? Gut. Ignaz von den Top 4 wurde besiegt. Alter, noch einer über. Damit habe ich nicht gerechnet. Ich habe dich zwar nicht unterschätzt, aber ich bin auch nicht eine Sekunde davon ausgegangen, verlieren zu können. Das ist schon fantastisch. Du und deine Pokémon seid richtig inspirierend. Alter, Focko. Ja, es bleibt jetzt noch der letzte der Top 4 und natürlich der aktuelle Champ, ne? Ich glaube, ich habe mir die Augenbrauen versenkt. Ja, nicht nur du, Alter. Das war echt knapp. So. Okay, wir heilen mal wieder durch. Meine Güte, zwei sind besiegt, ey. Beleber. Staraptor einmal wieder heilen. Ja. Und Kero. Hypertrank. Einmal Staraptor. Gut. Kero. Und Böjolin. Okay. Wie sieht's denn mit den AP aus? Füllt die AP einer ausgewählten Attacke eines Pokémon vollständig auf? Ich würde sagen, wir versuchen es erstmal noch so. Wenn es dann zu eng wird, können wir immer noch AP wieder auffüllen. So, ich speichere einmal. Ja. Dann stellen wir uns jetzt dem nächsten Trainer. Mal sehen, ob wir wieder erahnen können, was es ist. Okay, das wird so Psychogeist-Gift irgendwas sein. Okay. Was ist denn da am besten? Gegen Psycho hilft Käfer, Geist und Unlicht. Und gegen Fee. Unlicht ist leider nicht gut gegen Fee. Das ist blöd. Ne, Moment. Fee. Nee. Was ist denn gegen Fee gut? Gift. Und Stahl. Okay. Und bei Psycho? Käfer, Geist und Unlicht. Tja, schauen wir mal. Also ich würde jetzt mal... Wir hatten alles... Wir hatten alles Stahl-Attacken. Bericht. Du hast Stahl. Du hast Stahl. Du hast Stahl. Wir haben ganz schön viel Stahl. Und ein paar Unlichtattacken haben wir noch am Start. Okay. Ja, wir können natürlich mal mit Kero starten, in der Hoffnung, dass das was wird. Komm, machen wir einfach mal. Pokémon bewegen. Ich sag mal, wir starten mit Kero und versuchen es mit Unlicht. Oder wir starten mit Onix und versuchen es mit Stahl. Oder Staraptor hat auch eine Stahlattacke. Wir versuchen es erstmal mit Stahl. Komm, let's go. Einfach mal machen. Wir können nochmal speichern. Falls schief geht, kann man immer noch wieder hier laden. Es wird eh heftig für uns. Also jetzt wird es langsam echt knapp, ne? So, nächster jetzt. Oder nächste.
Lucian. Ach, gutes Timing. Ich habe gerade mein Buch beendet. Erlaube, dass ich mich vorstelle. Mein Name lautet Lucian und ich setze Psycho-Pokémon ein. Dass du es so weit geschafft hast, spricht für dein Können. Doch nun stehst du dem gegenüber, der als Stärkster der Top 4 bekannt ist und ich gedenke, diesem Ruf gerecht zu werden. Deshalb werde ich so richtig Vollgas geben. Ja, das glaube ich auch. Deswegen mal schauen. Oha. Lucian von den Top 4 fordert dich heraus. Hübsche Klamotten. Phantimos, alles klar. Das war Psycho und Fee. Gut, dass ich mich doch nicht für Unlicht entschieden habe. Danach können wir, glaube ich, mit Unlicht einfach durchknirschen, ohne Spaß. Okay. Versuch's mal mit Stahlflügel, in der Hoffnung, dass das ein bisschen Damage macht. Oh je. Was macht er jetzt? Reflektor. Hat Team ist auch so ein Pokémon, keine Ahnung. Gegen physische Attacken geschützt oder was? Mal sehen. Naja, so wirklich geil ist nicht, ne? Psychokinese. Doink. Au, ist nicht sehr nett. Nochmal Stahlflügel. Gönnung. Einmal muss er noch, komm. Oh, scheiße. Okay, das war ja kacke. Habe ich nicht mit gerechnet. Wen wechseln wir denn jetzt mal ein? Ich würde sagen Kero. Und wir beißen einfach mal rein. Einwechseln. Oder wenn ihr echt so... Können ja eine Elektroattacke benutzen. Weil Phantimos ist gleich durch. Ja, komm, da hauen wir jetzt echt mal tatsächlich einfach nur Funkensprung rein. Das wird schon reichen. Das gibt's doch nicht, dass er jetzt eine Top-Genesung da reinballert. Das kann doch nicht wahr sein. Ich flipp aus. Sein fuckiger Ernst. Okay, warte, pass auf. Jetzt machst du mal eben, mach mal Donner. Komm, hau mal einen Donner rein. Ich hoffe, Psychokinese ballert dich nicht weg. Oh, jawoll. Sehr schön. Oh, so, halte das durch, halte durch, halte durch. Ja, ja, ja. Okay, okay, okay. Mach mal einen Knirscher noch eben. Das wird nicht sehr effektiv sein, weil er halt noch Fee ist, wie gesagt. Scheißdreck. Oh, oh, oh. Okay, pass auf. Machen wir noch einen Funkensprung, das wird schon reichen für Phantimos. Das ist mit Phantimos schon so nervt, Alter. So, jetzt aber. Okay, wurde besiegt. Heftige Scheiße. Okay. Was kommt jetzt? Meditales ein. Kampfpsycho. Könnte Flug jetzt echt helfen. Unlicht ist aber, glaube ich, auch gut, oder? Nee, Pokémon wechseln. Wir machen mal Flug, ohne Scheiß. Ah, oh, scheiße, Staraptor ist im Eimer. Mist. Das ist kacke. Na egal, dann müssen wir jetzt mit dem Knirschall erstmal durch. Oh, das wird nicht gut enden. Wir kriegen auf die Fresse, ich sag's euch. Das ist nur effektiv. Das ist nicht sehr effektiv. Wir sind im Arsch. Das war nicht gut. Das war nicht gut. Mist. Egal. Ich ziehe es jetzt mal durch in der Hoffnung, dass du trotzdem irgendwie ein bisschen weh. Alter, nee. Verschissen. Das läuft nicht. Okay. Wir brauchen unser Flug-Pokémon wieder. Oder Fee. Aber Fee habe ich nicht. Okay. Hilft nichts. Ich muss meinen Vogel wieder an den Start bringen. Spiel, die muss ich jetzt kurz opfern. Okay, pass auf, Beutel. Oh, warte, 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 warte. Top-Genesung. Beleber. Geilo! Jawoll, so muss das sein. Okay, pass auf, warte. Weil es gerade schon eh fast im Arsch ist. Ohne Spaß, das ist zu gut. Hauen wir eben einen Feuersturm rein. Das könnte es halt umbringen. Dann ist das weg.
Auch wenn es jetzt nicht clever ist, aber egal. Jawohl, dann ist das Vieh schon mal durch. Meine Lieben, der Hahn hat gekräht und ihr wisst, was das bedeutet. Wir machen an dieser Stelle erstmal einen kleinen gemütlichen Break. Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, lasst bitte entsprechende Däumlein da. Kommentare und Feedback natürlich immer gerne unter Video posten. Und ansonsten sehen wir uns dann gerne gleich im nächsten Part wieder. Bis dahin, euch viel Spaß beim Zocken. Tschüss, euer Blaufuchs.